Ja, servus Leute. Ich hatte befürchtet, dass ich auf meinem letzten Portugal-Trip, wo ich auch mit dem Rennrad unterwegs war, meinen Garmin Edge 820 verloren hätte und habe mir deshalb diesen Lesin Mega C GPS Fahrradcomputer bestellt, weil ich mal was anderes ausprobieren wollte und weil ich auch weniger Geld ausgeben wollte. Jetzt hat sich aber die glückliche Fügung ergeben, dass ich meinen Garmin Edge 820 in der linken Türtasche von meinem Auto wieder gefunden habe. Und da aber jetzt der Lesin schon da ist, werde ich die beiden also mal miteinander vergleichen, wobei der Hauptfokus in diesem Video tatsächlich auf dem Lesin liegt. Ich habe ihn also wirklich mal auf zwei Touren verwandt und habe ihn auch mit Sensoren gekoppelt. Das Video ist deshalb ein bisschen länger geworden. Ich werde deshalb unten in der Videobeschreibung Sprungmarken nochmal hinterlegen, damit ihr zu den Teilen springen könnt, die euch wirklich interessieren und ihr euch nicht das ganze Video anschauen müsst. Jetzt fangen wir aber direkt mal mit dem Unpacking an. Ja, dann schauen wir mal, was alles in der Verpackung ist. Ich muss aber zugeben, ich hatte schon mal vorab reingeschaut und da war irgendein Ölfilm oder so auf dem Gerät. Das habe ich jetzt schon mal abgewischt. Das sieht es auch hier oben noch im Deckel. Da sind noch Reste davon. Also es ist zum einen natürlich der eigentliche Fahrradcomputer drin. Dann hinten hat man auch schon diese, ja, Kreuzhalterung oder wie auch immer man die nennen möchte. Na, kriege ich die jetzt auch mal ab. Ja, jetzt habe ich es runter. So sieht es also dann aus von der Halterung. Dann haben wir hier noch so einen Gummischutz, um es am Lenker zu befestigen. Jetzt gucken wir mal, was sonst noch drin ist. Mal auf. Mal so ein USB-Kabel und vier O-Ringe. Und noch eine Kurzanleitung zum Gerät. Und der erste Eindruck, muss ich sagen, also hier ist auch noch eine Folie drauf. Machen wir die mal ab. Wo ist die denn? Da geht sie ab. Also vom ersten, ja, Qualitätseindruck, muss ich sagen, die Garmin-Geräte wirken schon höherwertiger. Also hier ist auch mit einer Verschraubung. Ja, also es macht jetzt nicht den edelsten Eindruck, aber das muss es ja auch nicht. Ich mache es jetzt auch gerade schon mal an, mal sehen, ob es angeht. Da tut sich erstmal nichts. Ah. Okay. Dann können wir jetzt schon mal die ersten Einstellungen einfach vornehmen. Mit den detaillierteren werde ich mich dann später beschäftigen. 1,85. So, das scheint es auch schon gewesen zu sein. Ja, dann schauen wir uns jetzt auch noch mal so grob die Bedienung des Gerätes an. Also das Licht kann man hier über die Enter-Taste ein- und ausschalten. Ich lasse das Licht jetzt mal an, damit man hier auch alles besser erkennen kann. Zwischen den Seiten kann man entweder hier über die Zurücktaste hin und her springen oder hier über die Menütaste. Ja, Bedienung ist auch nicht ganz einfach. Man muss also schon relativ viel Druck ausüben. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Menü an. Dafür drücke ich etwas länger die Menütaste. Und dann kann man hier über die Rauf- und Runter-Funktionen die diversen Menüpunkte erreichen. Gehen mal hier gerade auf ein und dann über Enter bestätigt man das Ganze wieder, kann dann auch den Speicher löschen, Zähler zurücksetzen, was auch immer. Ich denke, da sieht man schon, dass die Menüführung durchaus plausibel und verständlich ist. Und ich habe also, ja, wie soll ich sagen, ich musste mich nicht sonderlich lange mit dem Gerät und der Bedienungsanleitung beschäftigen und dann hatte ich verstanden, wie alles funktioniert. Hier seht ihr dann auch mal die beiden Displays im Vergleich. Und ich muss sagen, dass mir das Display des Garmin Edge 820 deutlich besser gefällt als das vom Lesin. Ich kann zwar auch den Lesin problemlos ablesen, aber die Darstellung grundsätzlich beim Garmin ist schärfer und schöner. Ja, es gefällt mir einfach deutlich besser. Es ist qualitativ hochwertiger. Das werdet ihr nachher auch sehen, wenn ich nachher das Gerät von Lesin mal mit auf eine Tour nehme im Vergleich zum Garmin Edge. Da sieht man also auch, dass auch im direkten Sonnenlicht der Garmin sich schöner ablesen lässt. Und so sehen die beiden Displays aus, wenn die Beleuchtung angeschaltet ist. Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen in den dunkleren Raum, dann könnt ihr euch da auch noch mal einen Eindruck von verschaffen. Und hier seht ihr dann noch mal die Displays mit 100% Beleuchtung im Dunkeln. Und das sieht man sehr schön, dass die Beleuchtung vom Garmin deutlich besser ist als die von dem Lesin. So, ich werde dann jetzt erstmal versuchen, ob ich die Lesine-App installiert bekomme, denn die ist erforderlich, um überhaupt eine Karte auf das Gerät zu bekommen. Ich nehme mal an, dass es die hier sein müsste. Und 9 GPS-Geräte, das sieht gut aus.
Dann öffnen wir die mal und schauen, was sie uns sagt. Anleitung für die App erwünscht. Nein, verzichten wir drauf. Gerät. Bluetooth aktivieren. Und natürlich müssen wir das Gerät auch anschalten. Gut, angeschaltet wäre es. Okay. Gehen wir mal auf Telefon. Wir haben kein iPhone, wir haben Android. Suche nach Geräten. Weiter. Zulassen. Mega C GPS. Den verbinden wir jetzt mal. Ich lasse jetzt mal alles zu. Pairing mit durchführen. Okay. Pairing durchführen. Zulassen. Zulassen. Dateien auf dem Computer anzeigen. Es sind keine Faden sichtbar. Das ist auch richtig so, denn ich habe das Gerät noch nicht ausprobiert. Das heißt, wir haben jetzt wirklich hier eine Premiere. Ich hatte ja eben noch 99%. Ah, jetzt zeigt es wieder an. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt wirklich gekoppelt ist. Und jetzt schauen wir mal bezüglich Navigation. Da dürfte jetzt keine Karte drauf sein. Automatisch. Ah, hier sind nur die Grundeinstellungen zu machen, aber eine Map haben wir gar nicht. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal eine App auf das Gerät bekommen und das wird die nächste Aufgabe sein. Navigation. Mal schauen. Ich bin noch nicht angemeldet, also muss ich mich anmelden. Das mache ich jetzt gerade erstmal. Jetzt bekomme ich also schon eine Karte angezeigt. Ich habe also einfach nur meine E-Mail-Adresse eingegeben und ein Kennwort vergeben. Also eine Bestätigung auf meinem Account bezüglich E-Mail bestätigen habe ich nicht bekommen. Wer weiß, was da jetzt der Hintergrund ist. Ich bin also dann auf Navigation gegangen und bekomme dann hier praktisch eine Karte angezeigt. Ich bin jetzt mal nicht auf meinem Standort, sondern habe schon mal weiter gescrollt und jetzt gehe ich mal auf Offline-Karten. Und dann seht ihr schon, ich kann jetzt hier einen Kartenausschnitt mir auswählen, was ich möchte und kann sicherlich auch die Größe verändern. Jawohl, das ist möglich. Und dann nehme ich hier doch gleich mal einen relativ üppigen hier in der Region. So, machen wir das mal. Download. Laden Sie eine Karte für Offline-Navigation herunter und senden Sie diese auf Ihr Mega-GPS-Gerät. Das machen wir gleich mal. Für einen schnelleren Kartentransfer gehen Sie bitte auf lesyne.com. Und übertragen Sie das Ganze per Micro-USB-Kabel. Also ich werde jetzt mal probieren, ob das per App funktioniert oder ob es da Probleme gibt. Mal sehen, wie groß die Datei ist. Sehe ich jetzt hier, wie schnell er runterlädt? Nee, das sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, wie groß die Karte ist. Aber ich werde jetzt gleich auch mal auf lesyne.com gehen und dort mal nachschauen, wie das da aussieht. Okay, hier habe ich dann lesyne.com. Mal sehen, ob ich mich hier irgendwo anmelden kann. GPS-Geräte, GPS-Route-Website, das wird wohl die richtige sein. Jetzt muss ich mich hier augenscheinlich mit meinem soeben vergebenen Passwort und E-Mail-Adresse anmelden. Das mache ich gerade mal. Jawohl, das hat funktioniert. Ich speichere gleich mal das Kennwort. Okay, connect with Strava, also ich kann mich auch direkt mit Strava verbinden. Fit, jawohl, lade eine Aktivität und ich möchte aber jetzt eine Karte runterladen. Geräte-Features, Offline-Maps. Okay, und dann sehen wir hier auch schon einen sehr schönen großen Ausschnitt. Ich bin also mit dem Datenausschnitt soweit zufrieden, klicke hier auf Download. Und jetzt lädt er auch schon runter. Wir schauen derweil auch mal, was die App jetzt gemacht hat, ob ich denn da schon irgendwas sehe. Also hier ist immer noch das
Ladensymbol zu sehen. Er hat es aber runtergeladen. Es sind 57 MB. Das heißt, das ist schon ganz schön viel. Wir schauen jetzt mal, wie groß die App im Ordner ist. Die hat gerade mal 1,1 MB. Das ist ja erstaunlich. Das heißt also, ich werde die Map jetzt nicht per App übertragen, sondern ich werde das hier per File-Transfer machen. Ich schneide die mal aus und füge die bei Maps ein. Einfügen. So, und jetzt sollte hoffentlich eine Map auf dem Gerät zu finden sein. Und wie wir hier sehen können, ist tatsächlich die Map zu sehen. Mit anderen Worten, der Übertrag hat offensichtlich funktioniert. Scrollen wir nochmal die verschiedenen Seiten durch, ob ich dann auch wieder zu den Karten komme. Ja, komme ich also wieder hin. Das heißt, wir gehen jetzt dazu über, das Ganze auf dem Fahrrad mal zu installieren und die Sensoren zu verbinden. Jetzt zeige ich aber euch gleich mal ein kleines Problemchen. Denn an meinem Aero-Lenker kann ich diese Halterung unmöglich sicher befestigen. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall auch wieder so einen Vorsatz kaufen, wie ich es für einen Garmin habe, wenn das Gerät mich tatsächlich überzeugen sollte. Da muss ich jetzt mal schauen, wofür ich mich letzten Endes entscheide. Aber das heißt, ich werde heute mit meinem Wotec mal eine Runde drehen. Ich habe jetzt also die Halterung mit O-Ringen befestigt. Das sitzt auch gut sicher und vertrauenswürdig. Dann das Lösen des Lesin ist auch ganz einfach. Man drückt drauf, dreht und dann ist er lose bzw. wieder fest. Und ich hatte jetzt gerade schon mal draußen in der Sonne geguckt. Ich kann es gut ablesen, das Display. Aber es kommt im Video so rüber, als sei es nicht ablesbar. Deshalb machen wir das jetzt nochmal hier drin. Also ihr seht, auch die Map ist sofort gefunden. Das heißt also auch das GPS verbinden geht sehr schnell. Und jetzt möchte ich aber mal versuchen, ob ich denn auch den Leistungsmesser und die Schaltung verbunden bekomme. Also ich muss hier auf Menü. Gut, wir gehen also auf Sensoren. Enter. Und ich möchte erstmal den Leistungsmesser verbinden. Enter. And Plus, jawohl, Enter. Mal schauen, ob da jetzt was kommt. Da haben wir schon ein Signal. Wunderbar. Hier geht es wohl weiter, vermute ich mal, oder? Ender, sieht gut aus. Koppeln. Gekoppelt. Das scheint also funktioniert zu haben. Jetzt kalibriere ich das Ganze noch, indem ich den linken Kurbelarm ganz nach unten stelle, also senkrecht nach Möglichkeit. Das ist jetzt der Fall, auch wenn es auf dem Video ein bisschen anders aussieht. Also kalibrieren. Moment. Ender. Erfolgreich. Können wir zurückgehen. Und jetzt nochmal Sensoren. Okay, dann verbinden wir jetzt noch die Schaltung. Wir sind also wieder bei Sensoren, Schaltung. Hier müssen wir dann auf DI2. Ender. Jetzt hoffen wir mal, dass es gleich findet. Signal, er hat es gefunden. Ender. Koppeln. Akku sagt er noch 90%, das erscheint mir glaubwürdig. Jetzt gucken wir mal auf die Anzeige. Hier sagt es jetzt zumindest DI2 Shifting. Dann gucken wir mal. Das passt. Jetzt mal sehen, ob er das auch anzeigt. Also wir haben es hier wieder drin. Halt, das ist aber noch die falsche Seite. Gehen wir mal auf die erste Seite. So, das ist jetzt DI2 Shifting. Und man sieht, jawohl, oder man sieht es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das jetzt hier, jetzt kann man es hoffentlich sehen, dass das Schalten also funktioniert. Es wird mir also angezeigt. Bisschen verzögert. Das ist auch beim Garmin Edge entsprechend. Jetzt gucken wir nochmal, ob er vorne auch was macht. Jawohl, auch vorne zeigt es an. Das funktioniert also schon mal.
Endo. 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 So, jetzt hat er das Signal gefunden. Gut, jetzt müsst ihr eigentlich, jetzt koppelt er, hoffentlich erfolgreich. Enabled, okay. Akku 79%. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt soll das funktioniert haben. Schauen wir auch mal, okay, wird angezeigt. Er zeigt dir auch schon kmh an, warum auch immer. So, beim Lesyn habe ich jetzt die Beleuchtung auf 85% gestellt. Jetzt seht ihr das Ganze ohne Beleuchtung. Beim Garmin steht die Beleuchtung auf Automatik. Ich hoffe, man kann es erkennen. So sind also jetzt die Unterschiede. Also sie sind für mich beide ablesbar, wobei der Garmin da wirklich besser abschneidet. Jetzt mache ich aber hier nochmal das Licht praktisch an. Jetzt seht ihr also, das ist jetzt mit 85% Beleuchtung und wir gucken auch gleich mal, wie dann der Unterschied draußen im Freien ist. So, und jetzt bin ich im Freien, in der prallen Sonne. Und man sieht auch auf dem Handy sehr gut, dass das Display vom Garmin tatsächlich um Welten besser ist als das vom Lesyn. Ich gucke aber jetzt gerade mal, wenn hier die Beleuchtung, gut, die bringt da jetzt auch nichts mehr. Es ist zwar ablesbar, aber wenn man es mit dem Garmin vergleicht, dann ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da ist der Garmin um Welten besser. Das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt teste ich die beiden Radcomputer mal im Alltag, in der Praxis. Okay, jetzt testen wir mal an, ob das mit der Suche nach einem Ziel, weil ich will ans Finanzamt Fulda, ob das über die App funktioniert. Fulda, zack, und suchen. Finanzamt Fulda, da wird es mir angezeigt, das nehmen wir für Fulda, Hessen, Germany. Okay, möchte ich. Jetzt wird mir auch was angezeigt. Ich möchte aber gern die andere Route. Kann ich die denn irgendwie auswählen? Mal sehen. Jawohl. Ich kann auch die Route auswählen. Und halt, beziehungsweise das ist richtig, weil das ist, glaube ich, der Radweg. Jawohl. Los. Bitte warten Sie, bis die Listendatei komplett ist. Okay. Jetzt sehe ich halt nicht, was genau jetzt hier passiert. Ausgewähltes Ziel. Ich sehe es auf dem Handy. Kann ich das jetzt auch übertragen? Also das hier überfordert mich jetzt gerade ein wenig. An dieser Stelle muss ich kurz einhaken, denn ich bin an der Navigation tatsächlich gescheitert. Ich habe es also nicht hinbekommen, die Wegbeschreibung mir im Gerät anzeigen zu lassen. Ich hatte das aktiv in meinem Smartphone, aber das ist auch ein günstiges China-Smartphone, das ist ein Zopo Speed 7 oder so ähnlich. Also jetzt kein Magen-Smartphone, vielleicht lag es daran oder ich habe irgendeinen Bedienungsfehler gemacht. Auf jeden Fall habe ich es nicht hinbekommen, die Navigation auf dem Gerät zum Laufen zu bringen. Aber bitte werft das dem Gerät nicht vor. Ich verlinke hier oben in der Ecke auch nochmal ein Video, wo jemand das zum Laufen gebracht hat, damit ihr auch mal seht, wie die Navigation bei dem Gerät grundsätzlich funktioniert. Aber ich habe an der Stelle aufgegeben und muss ehrlich sagen, ich habe die Navigation nicht zum Laufen gebracht. Dann unterstelle ich, dass das da kein intellektueller Zugang. Da können Sie recht haben.
ich auf jeden Fall klasse finde, das ist hier dieser Startbildschirm, denn der zeigt direkt auch die einzelnen Akkustände der verbundenen Sensoren an und das ist natürlich klasse. Das würde ich mir auch vom Garmin wünschen. Gut, das waren 65 Kilometer. Warum er hier jetzt noch Watt anzeigt, ist mir nicht ganz klar. Wir beenden das Ganze jetzt mal, indem wir auf den oberen linken Knopf lange drücken, gehen auf Speichern. Okay, das sollte es dann schon gewesen sein. Jetzt ausmachen. Wunderbar, das war die Fahrt und jetzt gucken wir mal, wie ich das Ganze auf dem PC oder auf dem Online-Portal übertragen bekomme. Und jetzt schauen wir mal, ob die Strecke auch sichtbar ist und ob ich die mit meinem Smartphone auch übertragen kann. Da haben wir die Fahrt. Gehen wir mal auf Upload. Synchronisieren mit Cloud. Abendfahrt lassen wir einfach mal so und jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist hier die Anzeige umgesprungen. 3%, er lädt also, 4%. Kann das hier ganz gut sehen. Jetzt haben wir es fast geschafft, aber das dauert doch relativ lange. Ich glaube, zukünftig würde ich es dann doch über USB-Kabel machen und die Datei direkt runterziehen. Aber jetzt scheint es geschafft zu sein. Und jetzt schaue ich mal, ob das bei mir im Portal dann auch angekommen ist. Da ist die Fahrt in meinem Dashboard. Wunderbar, da taucht also alles auf. Ich hoffe, man kann das auch im Video erkennen. Ich denke mal, man erkennt es. So sieht das Ganze dann also auf der Homepage von Lesyn aus. Und wie man hier sehen kann, sieht man auch, dass der Durchschnitt offensichtlich der Gesamtschnitt ist, also nicht die aktive Zeit. Das gefällt mir schon mal nicht so gut. Da muss ich dann bei den Einstellungen nochmal schauen. Elevation sieht man, sieht die Heartrate. Also die Werte weichen ein bisschen von dem ab, was ich mit meinem Smartphone aufgezeichnet habe. Wir werden jetzt also auch nochmal schauen, wie diese Daten bei mir auf dem Smartphone ausgesehen haben. Dafür wechseln wir jetzt mal auf Strava. Hier haben wir jetzt also die Fahrt direkt auf Strava. Da war also das Powermeter nicht verbunden. Kann man also jetzt nicht sagen, wie hoch die durchschnittliche Power laut Strava oder laut App gewesen wäre. Man sieht aber hier, ich habe hier durchschnittliche Herzfrequenz 143 Beats per Minute. Hier habe ich 137. Die Höhe weicht ab. Dann bei den Kilometern stimmt nicht ganz überein, weil ich die App erst Ortsausgang angeschaltet habe. Höhenmeter schauen wir mal. Da gibt es eine gewisse Abweichung. Gut, das wird hier vermutlich etwas genauer sein. Distanz ist klar, kann nicht ganz passen. Average Speed, wie gesagt, das hier ist die reine Bewegungszeit laut Strava. Ich werde vielleicht gleich auch nochmal die Synchronisation über Lesyn vornehmen und dann gucken wir mal, was dann dabei rauskommt. Wenn man auf der Homepage auf Settings geht, kommt man in diese Übersicht und kann sich hier also mit verschiedenen Trainingsseiten verbinden. Und ich connecte jetzt mal mit Strava. Und jetzt synchronisieren wir das Ganze. Confirm Strava Sync. Connected. Jetzt werde ich hier dann nochmal Auto Sync Ride Uploads. Das werde ich nochmal aktivieren. Yes, save, okay. Hier habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, Sync with Strava zu aktivieren. Das mache ich mal. Abendradfahrt, Lysine, nennen wir die mal. Public Marmor, Sync with Strava. Mal sehen, was er macht. Ride synced. Und jetzt schauen, ob er hier auftaucht. Da ist die Fahrt, aber Höhenmeter ist total falsch jetzt hier angekommen. Wir gucken aber mal rein. Hier haben wir also jetzt die Leistung von 178 Watt.
1900 Kalorien, zeigt er jetzt hier an. Jetzt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit laut dem Lysin 26,9 km/h aktiv. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist genauer, ne? Aber bei der Herzfrequenz hat er jetzt sich angepasst. Das ist also eine Geschichte, die offensichtlich Strava anders rechnet als Lysin. Aber bei den Höhenmetern muss ich sagen, das passt ja gar nicht. Höhe korrigieren machen wir mal. Jawohl, jetzt scheint die Höhe zu passen. Jetzt haben wir also korrekte Daten. Das scheint mir auch vom Schnitt her eher zu passen. Von der Leistung her auf jeden Fall. Und man sieht sogar hier auch die Temperatur, 11 Grad im Schnitt. Jetzt gehen wir nochmal auf Analysieren. Und dann sehen wir auch schon hier, augenscheinlich war die Verbindung zu den einzelnen Sensoren immer ganz gut. Und bei den Gradzahlen sehen wir, dass es hinten raus kälter geworden ist. Das scheint mir also alles soweit zu passen. Ja, das war dann also mein Test zum Lysin Mega C GPS Fahrradcomputer. Und jetzt kommen wir auch schon zum Fazit zu diesem Gerät. Und ich habe mir da mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Zunächst erstmal möchte ich die positiven Dinge zu diesem Gerät betonen. Zum einen ist das der Preis. Also ich finde wirklich, für den Preis muss man erstmal ein GPS-Gerät mit so einem großen Funktionsumfang, mit Konnektivität zu den verschiedenen Sensoren und auch zum Android-Smartphone, muss man erstmal suchen. Also ich habe da zumindest nichts Vergleichbares gefunden. Dann, was wirklich richtig sensationell ist bei diesem Gerät, das ist der Akku. Also ich habe den Akku in den zwei Ausfahrten, die ich mit dem Gerät gemacht habe, trotz häufiger Nutzung der Beleuchtung einfach zu Testzwecken, den Akku nicht leer bekommen. Und ich gehe davon aus, dass er dort dem Garmin Edge 820 ganz klar überlegen ist. Neutral sehe ich das Thema Konnektivität. Klar, man kann ihn mit dem Smartphone verbinden, man kann Maps auf das Gerät ziehen, man kann die Strecken per Smartphone direkt auf die Cloud hochladen. Also da ist eigentlich alles vorhanden, was man sich heutzutage von so einem Gerät auch wünschen würde. Mit anderen Worten, das macht er so, wie auch zum Beispiel ein Garmin Edge das im Großen und Ganzen auch kann. Dann zum Thema Design muss ich sagen, da gibt es den ersten Minuspunkt. Weil der Garmin Edge 820 wirkt wirklich wie aus einem Guss. Da sind keine Schrauben zu erkennen. Der ist schön verarbeitet. Der gefällt mir einfach optisch sehr gut. Das ist natürlich kein wichtiges Kriterium und ist auch Geschmackssache. Aber der Lysin mit seinen Verschraubungen, ja, und den Tasten links und rechts und auch dem Display, was nicht so schön eingelassen ist, ja, gefällt mir da nicht so gut. Dann kommen wir auch schon zum Thema Display. Und da muss ich sagen, liegen zwischen dem Garmin Edge 820 und dem Lysin Welten. Denn das Display des 820 ist wirklich, ja, um Klassen besser als das vom Lysin. Würde ich nur den Lysin kennen, würde ich sagen, reicht mir, alles in Ordnung, funktioniert. Aber was Schärfe angeht, was Beleuchtung angeht, was Erkennbarkeit in der Sonne angeht, ist der Garmin Edge tatsächlich, ja, eine ganze Hausnummer oder zwei Hausnummern besser als der Lysin. Dann zum Thema Bedienung muss ich sagen, dass mir die Touch-Funktionen auf dem Garmin auch schon ab und zu auf die Nerven gehen, weil er zumindest bei mir nicht so sensitiv reagiert, wie ich mir es wünschen würde. Aber diese Tasten beim Lysin, die auch teilweise doppelt belegt sind und sich auch relativ schwer bedienen lassen, ja, die begeistern mich nicht so richtig. Also das Kapitel Bedienung geht für mich auch ganz klar an den Garmin Edge 820. Wobei ich sagen muss, die reine Menüstruktur und auch wie man das Gerät bedient, das hat man schnell raus. Also da hatte ich jetzt keine Probleme. Das ist also nicht das Problem, sondern das ist eher die Art. Hier musste Lysin halt ein paar Kniffe machen, musste Doppelbelegungen für die Tasten ja vorsehen, damit man das mit vier Tasten auch abbilden kann. Und dadurch, dass halt der Garmin ein Touch-Display hat, gibt es dieses Problem hier halt nicht. Dann das Thema Navigation. Da muss ich zugeben, bin ich ja auf der ganzen Linie gescheitert, denn ich habe es nicht hinbekommen, den Lysin dazu zu bringen, dass er mir Weganweisungen oder Wegbeschreibungen anzeigt. Das kann natürlich an meinem Smartphone gelegen haben, weil ich habe es ja mit meinem preiswertigen China-Handy probiert und trotz auch Studium verschiedener Berichte im Internet und auch nochmal schauen auf YouTube, habe ich es nicht hinbekommen, ihn zum Laufen zu bringen. Deshalb kann ich zum Thema Navigation wirklich nichts sagen. Aber zu dem Thema Karten möchte ich an der Stelle doch noch was sagen. Auf dem Garmin Edge kommt direkt per Auslieferung auch eine Europakarte mit, während man bei dem Lysin die Karten halt immer runterladen muss. Vorteil hier, man hat immer aktuelle Karten. Vorteil hier, man muss sich nicht mühselig die Karten raussuchen und runterladen. Und hier haben wir dann auch das Problem, dass der Speicher mit rund, was hatte ich gesagt, ich glaube 64 MB freien Speicher doch relativ begrenzt ist, während der Garmin Edge natürlich in Sachen Speicher, ja,
alles bietet, was man braucht. Er hat 16 GB Speicher insgesamt und rund 8 GB davon sind noch frei, wenn man die Europakarte abzieht. Und da geht ganz klar die Wertung für mich zumindest an den Garmin Edge 820. Ja, und wie ihr diesen Ausführungen sicherlich jetzt auch schon tendenziell entnehmen konntet, steht für mich ganz klar fest, natürlich, der Garmin Edge 820 ist teurer. Auch er hat so seine, ja, wie soll ich sagen, Schwächen und ist kein perfektes Gerät. Aber für meinen Anwendungsbereich, für das, was ich mir von so einem Gerät wünsche, ist er ganz klar mein Favorit und er ist mir auch den Mehrpreis zum Lesyn Mega C auf jeden Fall wert. Das heißt also, der Garmin bleibt im Haushalt, den Lesyn schicke ich zurück. Ich bin so froh, dass ich das Gerät wieder gefunden habe, aber ich wäre sowieso dem nicht treu geblieben. Ich hätte mir wieder ein Garmin Edge 820 gekauft. Okay, das war dann auch das Fazit. Ich hoffe, es ist so ungefähr rübergekommen, was ich von diesem Gerät halte, wo die Vor- und Nachteile liegen bei dem Lesyn. Ansonsten soll es das für das Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.